Moin moin Leute, ich bin Lincolns Brian oder einfach nur Yannick und begrüße gerade dich zu einem neuen Part von Lonely the Descent. Wir sind das letzte Mal hier stehen geblieben und haben beim letzten Mal tatsächlich den Universal-Gitterschlüssel bekommen, was uns hoffentlich viele neue Wege eröffnen soll. Wir müssen jetzt allerdings nochmal so ein bisschen rumlaufen, weil wir haben jetzt zwar so einen Gitterschlüssel bekommen, aber jetzt noch ganz genau zu wissen, welche Türen verschlossen waren. Ich glaube, die Kanalisation ist auch extra so ein bisschen aufgebaut nach dem Motto, dass man sich hier verwirren soll, nehme ich einfach mal an. Weil die ist ja auch einfach gigantisch und soll ja vielleicht sogar ein metaphorisches Symbol sein, wie das hier das Gedächtnis ist von dem lieben Lloyd, den wir hier spielen. Bin ich mir ziemlich sicher. Aber damit sollten wir dann auch hoffentlich endlich mal in Richtung Umkleideraum kommen, wofür wir jetzt die ganze Zeit schon alles bereitliegend haben, aber noch nicht reingehen konnten. So, es ist auch eine Frage, ob ein Universal-Gitterschlüssel für alle Türen ist, aber ich nehme an, es ist in Anführungszeichen nur für solche Türen. Weil hier steht ja auch Gittertür und Gittertür ist ja genau das, was wir hier haben. Ich brauche den passenden Schlüssel, um die Tür zu öffnen. Wow, okay, I guess not. Anscheinend war meine Idee doch nicht ganz so smart. Okay. Können wir uns den Schlüssel hier genauer angucken? Nee. Was steht denn noch in unserem Notizbuch? Da haben wir irgendwie nie reingeguckt, obwohl er da immer so viel reinschreibt. Ein Weg nach draußen. Die Sternzeichen vergessener Aufnahmen. Johnny schloss die Tür zum Ausgang hinter sich, als er verschwand. Doch er gab mir Gegenstände, die mich hier unten hoffentlich weiterbringen werden. Es kann nicht nur einen Ausgang hier unten geben. Vielleicht sollte ich in östlicher Richtung weitersuchen. Stimmt, da war ja auch diese eine Tür, wo wir die andere Person getroffen haben, nämlich hier. Und hier können wir jetzt durch. Okay, ich bin sehr gespannt, ob wir sie jetzt hier vielleicht sogar sehen werden. Weil die wirkte jetzt ja nicht unbedingt so gut auf uns zu sprechen. Da gibt es zwar nur in Anführungszeichen Beruhigungsmittel, aber trotzdem nehmen wir uns das mal mit. Because why not? Beruhigungsmittel. Sehr schön. Da oben ist nochmal eine Karte. Hier ist ein Zettel. Was steht auf dem Zettel drauf? Ich habe mich ziemlich in die Scheiße hineingeritten. Nun habe ich mich total verlaufen und alles ist blockiert. Kein Weg raus. Mein Kopf tut höllisch weh. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich kann nicht ewig vor dieser Person weglaufen. Doch in meinem jetzigen Zustand ist es sinnlos. Alles ist sinnlos. Ich ruhe mich einfach etwas aus. Vielleicht passiert ja etwas Gutes. Wer es glaubt. Okay, das hat die Person geschrieben, aber es ist komisch, dass die Person anscheinend ja auch geschrieben hat, sie rennt vor jemandem weg, weil vor wem, fragt man sich. Nordöstlicher Ausstieg, da ist die 10. Oder wir wollen auch immer noch zu den Generatoren, dass wir uns in dem Workroom ein bisschen genauer umgucken können. Wir haben momentan so ein paar Sachen, die wir uns angucken können. Ich glaube nicht, dass wir hier jetzt extra nochmal speichern müssen. Außer jetzt kommt hier, weiß ich nicht, der erste Bossfight im Game. Oh! Adriana, bleib sofort stehen. Ich will dir absolut nichts Böses. Ich sag dir keinen Schritt weiter, verdammt. Okay, alles klar, ich bleib hier stehen. Waffe weg, sofort. Okay. Und jetzt langsam hochkommen. Wage es ja nicht, das Brecheisen wieder in die Hand zu nehmen. Geh zur Seite. Ja. Ich werde dich nicht angreifen. Warum sollte ich das tun? Ich bin doch selbst hier gefangen. Was willst du dann von mir? Warum verfolgst du mich? Weil ich sehe, dass du auch Hilfe brauchst. Verdammt, stehen bleiben! Ja, tut mir leid. Ich suche doch nur einen Weg nach Hause. Das ist alles. Ein Weg nach draußen. Können wir reden? Na schön. Lass uns reden. Vielleicht ohne Messer? Ah ja, sehr gut. Sieht wohl so aus, als ob es hier auch nicht weitergeht. Und dabei hatte ich so große Hoffnung. Ich habe dir doch gesagt, dass hier alles dicht ist. Dieser Ort frisst deine Hoffnung gnadenlos auf. Zu denken, dass man hier so einfach rausspazieren kann, ist absolut naiv. So leicht werde ich aber nicht aufgeben. Ich habe schon so viel Scheiße in meinem Leben durchgemacht und erlebt. Dieses Mal kann es für mich auch mal positiv ablaufen. Hast du denn keine Angst? Ich würde lügen, wenn ich Nein sagen würde. Du überrascht mich. Ich hätte dich ganz anders eingeschätzt. Da bist du nicht die Erste, die es zu mir sagt. Ich wurde mein ganzes Leben lang unterschätzt und klein gehalten. Viele betrachteten mich als Sündenbock oder als jemanden, den sie hin und her schubsen konnten. Aber ich habe erkannt, dass ich mir selbst helfen muss, um stärker zu werden. Und im Endeffekt bleibt uns nichts anderes übrig, sich diesem Albtraum hier selbst entgegenzustellen. Denn wer sollte uns schon helfen?
Und da wir uns jetzt beide gefunden haben und in derselben Situation sind, wäre es doch das Schlauste, dass wir uns gegenseitig helfen. Ist das nicht eine super Chance für uns beide? Da hast du womöglich recht, doch. Wie soll ich dir vertrauen? Wirklich jeder könnte mir so etwas erzählen. Am Ende bin ich diejenige, die den Preis für mein unvorsichtiges und blauäugiges Verhalten zahlen muss. Klar, so würde ich das auch sehen. Ich weiß, dass es Zeit und Taten braucht, um Vertrauen aufzubauen. Ich will dir ganz sicher nichts Böses, ich will einfach nur einen Weg hier rausfinden. Und wenn wir das gemeinsam angehen, dann könnte es schneller gehen. Du lässt echt nicht locker, was? Nicht, wenn sich eine Chance bietet. Du willst doch auch hier raus, oder nicht? Unbedingt, aber es ist hoffnungslos. Nicht, wenn wir zusammenarbeiten. Ich weiß, ich bin ein Fremder für dich und kann auch nicht direkt dem Vertrauen gewinnen. Doch lass es mich wenigstens versuchen. Was genau willst du denn von mir? Dass wir gemeinsam einen Weg hier rausfinden. Gemeinsam? Sorry, aber ich kann das noch nicht. Nicht auf die Art und Weise, wie du dir das vorstellst. Bitte hab Verständnis. Okay. Aber ich kann dir sagen, wo du als nächstes schauen könntest. Ich hab schnell mitgekriegt, dass hier etwas nicht stimmt und diese Konstruktion zwischen uns ist nicht normal. Jemand oder etwas will, dass wir hier nicht mehr rauskommen. Es wird sicherlich einen Weg rausgeben, doch den müssen wir eigenständig erarbeiten. So einfach wird das nämlich nicht. Wenn das nicht so einfach ist, dann verstehe ich nicht, warum wir nicht zusammenarbeiten. Egal, ich bleib bei meiner Entscheidung. Ich werde einen anderen Weg finden. Ich weiß deine Hilfe zu schätzen, doch ich sehe momentan keinen Grund, dass wir gemeinsame Sache machen. Du scheinst ein guter Kerl zu sein und du meinst es scheinbar auch ehrlich, doch ich möchte dich nur ungern in meinen Scheiß mit reinziehen. Ich bin dir dankbar, dass du den Weg freigemacht hast, aber ich habe das Gefühl, dass dieser Weg hier nur für dich bestimmt ist. Wie meinst du das? Keine Ahnung. Es muss Hinweise geben, wie du den Weg öffnen kannst. Der Sektorleiter muss doch bestimmt etwas wissen. Vielleicht lassen sich Hinweise in seinem Büro oder in den Umkleideräumen finden. Also werden das wohl meine nächsten Ziele sein. Es tut mir leid, dass ich... Schon gut, es ist okay. Falls wir uns hier unten wieder über den Weg laufen sollten, dann kann ich dir bestimmt ein bisschen mehr erzählen. Die Betonung liegt aber auf falls. Wo wirst du jetzt hingehen? Adriana? Ciao. Was hat sie denn so erschreckt? Etwa dieses gruselige Ding hier? Ich hoffe, dass sie auf sich aufpasst. Ich hatte das Gefühl, dass sie mehr weiß, als sie zugeben wollte. Ich muss weitermachen. Jawohl. Okay, also wir haben diese Konstruktion hier. Was ist das denn für ein merkwürdiges und unheimliches Konstrukt? So etwas hätte ich niemals an einem Ort wie diesen erwartet. Die mir entgegengestreckten Hände weisen zwei runde Vertiefungen auf. Ich kann den gesamten Text auf dem Boden nicht lesen, da ein Teil von einer Tonne verdeckt wird. Ja, dann zieh die doch mal zur Seite. Auf dem Boden steht, zwei Diamanten in meiner Hand ist des Freiheits Unterpfand. Okay. Unterpfand. Scheint stabil zu sein. Ja, das ist große Klasse. Was haben wir hier? Mein kostbares Juwel. Wenn wir endlich wieder zusammen sind, dann können wir hoffentlich bald nach Hause gehen. Oh. Okay, also wir brauchen zwei Juwelen, zwei Diamanten, die wir finden. Und... Und diese Diamanten sind wahrscheinlich irgendwie in dem Leitungsraum oder aber in den Umkleideräumen. Und kommen wir hier nicht durch? Musste man hier komplett unten lang? I don't remember. Nee. Man konnte da oben lang. Wurde ich hier gerade hops genommen? Ah. Man kann hier lang. Hä? Ich bin doch extra gerade gegengelaufen. Naja. Okay. Weil wir haben jetzt das Brett und das Brett wird uns definitiv weiterhelfen. Denn wir haben ja immer noch diese eine riesige Kluft hier, über die wir nicht rüberkamen. Komme, was wolle. Und da wollte ich nicht rein. Weiterhin, netter Ort. Müssen wir uns aber nicht nochmal angucken. Und diese Kluft können wir jetzt endlich übergehen. So, ich möchte aber trotzdem nochmal einmal kurz der Sicherheit halber speichern. Ich weiß, das hätten wir mit dem roten Buch jetzt gerade auch oben fix machen können, aber... Ich gehe lieber nochmal hierhin zurück. Vielleicht können wir auch nochmal irgendwie irgendein Mittel nehmen. Dass unser Verstand und unser Leben nicht so komplett im Eimer ist. Verbandskasten für unser Leben.
und Beruhigungsmittel für unseren Verstand. Noch mehr Beruhigungsmittel? Ich weiß nicht, wie gut es ist, so viel Beruhigungsmittel zu nehmen, but unserem Verstand geht's wirklich scheiße. Und wir haben echt viel Beruhigungsmittel, demnach sollte man sich damit vielleicht gerade mal zupumpen. So, das speichern wir nochmal einmal kurz ab, damit wir auch die Sachen haben. Sehr gut. Okay, und jetzt müssen wir nur nochmal gucken, wo das genau war, wo wir rüber müssen. Das war aber, glaube ich, hier unten. Schnell nochmal hinrasen. So. Und wir haben jetzt ein Holzbrett. Dann wollen wir mal sehen. Holzbrett verwendet. Große Klasse. Okay, hier nach links wird es natürlich nicht weitergehen. Ich meine, was sollte da auch auf uns warten? Hier. Irgendwie scheint die Tür von innen blockiert zu sein. Okay. Und wir haben hier eine Toilette. Jetzt können wir endlich auch die Tür hier öffnen. Aber gucken wir erstmal in die Toilette rein. Hey, yeah. Toll. Eine Toilette. Da war ein Schatten. Die Tür ist zu. Die Borsten der Besen sind blutgetränkt. Okay, da geht's noch raus. Wow, okay. Batterie erhalten. Nein. Jetzt könnten wir endlich mal in den Raum da rein. Hier hängt ein merkwürdiges Bild. Das Motiv ist total abstrakt und wirkt willkürlich zusammengesetzt. Die Einzelteile kann man bewegen. Ich frage mich ernsthaft, was sowas hier unten zu suchen hat. Okay, das hat mich gerade kurz ein bisschen schockiert. Ist das Blut? Was ist hier nur passiert? Und hier ist noch ein Zettel. Baustopp. Wichtig, an alle Mitarbeiter von Sektor 7 und 8. Aufgrund kürzlich aufgetretener Statikprobleme habe ich entschieden, die Baumaßnahmen im Bereich der Abwasseranlage vorübergehend abzubrechen. Solange das Problem besteht, sind Bauarbeiten in jeglicher Form auf unbestimmte Zeit untersagt. Die Chefetage der Stadtwerke wurde bereits darüber in Kenntnis gesetzt. Bis dahin warten wir auf weitere Anweisungen von oben. Das Problem ist nicht dringend, jedoch rate ich davon ab, die statischen Schäden im Fundament durch weitere Arbeiten zu verschimmern. Sobald wir ein Team aus Experten dabei und das Ganze abgesichert haben, können die Baumaßnahmen wieder wie gewohnt fortgesetzt werden. Sektorleiter H. Lloyd, aka unser Dad. Und die Dinger kann man bewegen, ha? Huh? Ach, okay, so muss man die dann verschieben. Also das muss auf jeden Fall hier hin. Wir müssen gerade erstmal so ein bisschen checken, wie das Bild überhaupt aufgebaut ist. Das ist schon mal korrekt. Alter, was wird das für ein Bild? Junge, was? What the fuck? Pestilenz. Ist Pestilenz nicht auch eine der 8 Todsünden oder wie das heißt? Pestilenz, ja, ich meine schon. Hat sich die Tür geöffnet? Nicht schlecht, Dad. Die unverbesserlichen Optimisten aus der Waage. Da geht's weiter mit den Sternzeichen. Vage Menschen sind geistvoll und intelligent. Sie versuchen, jeden Streit im Keim zu ersticken. Deswegen hören sie bei Meinungsverschiedenheiten auch immer erst beide Seiten. Ein vage Mensch bezieht nur dann Stellung, wenn er sich seiner Sache sicher ist. Nie verharrt er auf einen Standpunkt, wenn man ihn überzeugen kann, dass ein anderer besser wäre. Vagegeborene reagieren überempfindlich und kennen nur ihr eigenes Ich. Mangelt es ihnen an Wissen, dreschen sie Phrasen. Sie hören sich gern reden und versuchen, wo immer es geht, das letzte Wort zu haben. Ihre Unsicherheit überspielen sie mit ungesetzter Forschheit und versuchen meist, sich gerne mit fremden Federn zu schmücken. Interessant. Okay. Aber das war jetzt quasi nur so eine Nebenquest, würde ich jetzt einfach mal so behaupten, mit diesen Sternzeichen, weil das ist ja alles auch immer optional, steht da. Demnach, ich weiß nicht, wie importante das ist. Geht nicht auf. Vielleicht auch besser so. Etwas voll. Eklig. Also wir haben jetzt auf jeden Fall eine Batterie. Das heißt, wir könnten mit einer Taschenlampe tatsächlich erschreckenderweise jetzt in den Workroom. Können uns jetzt aber auch noch hier weiter umgucken.
Ah. Yo, yo! Hauptsache, der konnte uns zweimal so richtig frech von der Seite anknipsen. Der Lümmel. Der Locker Room. Aber der Locker Room ist ja nicht der Umkleide. Doch, klar. Locker. Natürlich ist der Locker Room der Umkleideraum. Bin ich blöd. Okay. Hallo, ist hier jemand? Was zum Teufel ist hier nur passiert? Ich hoffe, ich finde hier Antworten. Dreimal Streichhölzer erhalten. Die Spinntür ist komplett verzogen. Beruhigungsmittel erhalten. Was haben wir hier? Henry hatte Zweifel. Michael war unachtsam. Darren verhielt sich dreist. Und John fühlte sich einsam. Okay, das klingt sehr nach Input für ein Rätsel. Mein Vater steht ebenfalls drauf. Ich versteh's nicht ganz. Irgendeine Bedeutung muss es ja wohl haben. Hier hängt ein zerfleddertes Foto, auf dem 5 Personen abgebildet sind. Aha. Tims Gedanken? Das ist meine Familie. Ich erinnere mich, dass Dad dieses Bild immer mit sich herumträgt. Ist schon stark abgegriffen und hat viele Risse, was etliches auf dem Foto nur schwer erkennen lässt. Links sind meine Eltern zu sehen, rechts meine beiden Brüder. Ich stehe oben hinter ihnen und wirke irgendwie abgekapselt. Selbst in meiner eigenen Familie fällt es mir schwer, mich zu integrieren. Yikes. Warum hängt dieses Foto hier? Dad würde es nie irgendwo liegen lassen. Er würde es immer bei sich tragen. Ob ihm etwas passiert ist? Nein, so etwas darf ich nicht denken. Ihm geht's bestimmt gut. Dad. Er rackert sich hier unten ab, um uns zu ernähren und er würde alles tun, damit es uns gut geht. Ich hab's damals nie wirklich geschätzt. Seine Hilfe und Ratschläge habe ich mir nie richtig zu Herzen genommen. Pah, was bin ich nur für ein Sohn. Oh nein. Oh, oh. Die Szenen sind echt immer richtig gut gemacht. Real Talk. Das ist... Oh. Poh, was für ein stressiger Tag heute. So langsam beschleicht mich das Gefühl, dass ich es auf der Arbeit nur noch mit Amateuren zu tun habe. Hä? Was sind das für Sachen? Das sind Kates Sachen. Oh, Tim, ich hab dich gar nicht bemerkt. Hm. Hast du was? Ist alles in Ordnung bei dir? Es ist nichts. Das glaube ich dir nicht. Los, spuck's aus. Was ist los mit dir? Kate hat vorhin angerufen. Sie möchte, dass ich zu ihr nach Richmond komme. Und was ist das Problem? Es nervt einfach. Es nervt, dass ich mich immer für sie verbiegen muss. Warum besucht sie mich nicht einfach, wenn sie mich sehen will? Ständig dieses Hin- und Hergefahre zwischen Roanoke und Richmond. Ich hab's langsam satt, ständig das Geld für sie aus dem Fenster rauszuwerfen. Sie war in dem einen Jahr, seit wir zusammen sind, nur ein einziges Mal bei mir zu Besuch. Warum tut sie nicht mal etwas für diese Beziehung? Hast du mal mit ihr darüber gesprochen? Weiß Kate davon, dass du so denkst? Nein, ich hab ihr davon noch nichts erzählt. Natürlich nicht! In der Beziehung sollte man ja auch nicht reden, Tim. Stimmt, smart. Sie weiß gar nichts. Klar. Hier, hier, die kriegst du, hier. Claps, claps, Tim. Wie lange geht das schon, dass du so denkst? Viel zu lange. Ich konnte es ihr einfach nicht sagen, selbst als wir etwas unternommen haben. Ich machte lieber gute Miene zum bösen Spiel. Hm. Liebst du Kate überhaupt? Ich weiß es nicht. Und warum seid ihr dann zusammen? Wieso hast du mit ihr die letzten Monate deine Zeit verbracht? Ich kann's dir nicht sagen, Dad. Und sie hat von all dem nichts gemerkt. Ich weiß es nicht. Du solltest ihr gegenüber aufrichtig sein. Sag ihr die Wahrheit, bevor du es noch schlimmer machst. Sie denkt, dass sie eine glückliche Beziehung führt, aber du quälst dich nur, wenn du ihretwillen die Gefälligkeiten tust, die eine Beziehung verlangen. Ja, du hast recht. Ich will dir nichts vorschreiben, was du zu tun und zu lassen hast. Schließlich bist du erwachsen. Du musst dich schlussendlich selbst entscheiden. Und je nachdem, wie deine Entscheidung ausfällt, musst du auch mit den Konsequenzen leben. Denkst du, du kriegst das hin? Mir bleibt ja keine andere Wahl, oder? Ich weiß, dass du in letzter Zeit viel durchgemacht hast, doch nach einem Abstieg ins dunkle Tal geht es wieder bergauf. Das Leben ist schwer. Glaub an dich und sei ehrlich zu dir selbst. Stell dir einfach die Frage, was du in Zukunft erreichen willst. Wenn du das weißt, dann ist der Weg klar. Dad, jetzt kann ich nachvollziehen, warum du diesen schweren Job dort unten machst. Ich versteh's so langsam. Nach einem Abstieg ins dunkle Tal geht es wieder bergauf. Doch was ist, wenn man bei diesem Aufstieg abrutscht und immer wieder runterfällt? Egal was man tut, um wieder hochzukommen, es wird stetig schlimmer und schlimmer, so wie jetzt. Ein Albtraum ohne Erwachen, eine Hölle ohne Wiederkehr. Mein Vater hatte damals recht, man muss sich seinen Problemen sowie Ängsten stellen. Egal welche Konsequenzen dabei entstehen, man muss sie eben ertragen und daran wachsen, das ist das Leben.
Ob es einen Ausweg aus diesem Horror gibt, mag ich zwar bezweifeln, doch ich glaube daran, dass alles wieder gut werden wird. Wenn ich mir dieses Foto von unserer Familie ansehe, dann keimt doch noch ein winziger Funken Hoffnung in mir auf. Ich will sie alle wiedersehen und ich möchte Dad das Foto persönlich wieder zurückgeben, das ist mein Ziel. Oh, das ist fast süß. Zweimal Gegengift erhalten, okay. Mitarbeiter Michael Warren Spencer, 14. Mai 1997. Sehr geehrter Mr. West, durch die jüngsten Ereignisse in unserem Tätigkeitsbereich und dem Fehlverhalten meinerseits in dieser gefährlichen Situation sehe ich mich mit diesem Schreiben gezwungen, meine Kündigung einzureichen. Unzählige Worte einer Entschuldigung können meine Tat nicht wieder gut machen. Die zermürbende Schuldgefühle sind das Einzige, was geblieben ist, und zu wissen, was ich getan habe, hindert mich daran, hier unten einer normalen Arbeit weiter nachzugehen. Ich kann meinen Kollegen nach all dem nicht mehr in die Augen sehen. Ich hoffe, sie können das verstehen. Was hat er getan? Was ist hier passiert? Auf der Tafel stehen einige interessante Dinge. Neben der Personaleinsatzplanung steht dort, dass mein Vater seine führende Position für diesen Sektor für eine unbestimmte Zeit an den Mitarbeiter John Stratford aus unbekannten Gründen abgegeben hat. Solange Dad nicht zur Verfügung steht, wird Johnny diesen Posten beibehalten. Ich frage mich, warum dieser Wechsel stattgefunden hat. Johnny hatte dies nicht erwähnt, als wir uns über den Weg gelaufen sind. Na gut, warum hätte er das auch tun sollen? Des Weiteren steht hier, dass ein gewisser Michael Spencer bald entlassen wird. Eine Abschiedsfeier soll in naher Zukunft für ihn stattfinden. Stimmt, Dad hatte dies einmal erwähnt. Michael Spencer. Okay. Das sieht gruselig aus. Was uns hier erwartet in diesem doch sehr gruselig aussehenden Ort, schauen wir uns beim nächsten Mal an. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euer Brain, Tüdelü mit Ü. Brrr.